uns auf dem allerfeinsten. 20 Runden sind nicht sehr viel. Parma. Ich weiß nicht, wie gut die Stadt verteidigt ist, ist die Frage, ne? Attacke. Da müsste ich eigentlich gewinnen. Verarschen! Ja. Der wird mich verfolgen, das weiß ich. Komm, machst du nix. Armee ist tot. Ah, muss ich mir sofort eine neue Armee ausheben. Na, Armee ist teuer. Okay, wo muss ich jetzt, überall wo es geht, muss ich jetzt echt Soldaten ausbilden lassen. Ansonsten bin ich nämlich, auf gut Deutsch gesagt, im Arsch. Ja, das brennt der Magistrat auch noch ab. Ein Unglück folgt dem nächsten, ey. Ach, weißt du was, ich scheiß auf Venedig. Auch Land jetzt. Komm, hol dir die Stadt. Ich habe keine Zeit. Ich muss schnell den Magistrat reparieren. So, Mantua. Das ist eine Festung, das weiß ich. Aber die ist eigentlich echt einzunehmen. Perfekt. Boah, ich muss gucken, dass Truppen rankommen. Also der Ries ist auf jeden Fall gefährlich. Venedig. Mach ich. Verona ist auch noch so ein geiler, ist auch noch was. Und ich bin erst so ein Modena. Yep, wird gemacht, mein Freund. Meine Stadt. Toskana, wenn ich im Frieden der Toskana ist auf jeden Fall eine starke Stadt. Das lässt sich nicht abschlagen. Ich muss gucken, wo ich noch Truppen herkrieg. Ja gut, mach. Milizen, um die öffentliche Ordnung ein bisschen aufrecht zu erhalten. Und da ich jetzt einfach mal zweifle. Oh Mann, ich brauche echt die Stadt. Sonst bin ich sonst wo. Komm, gib die Stadt her. Ich will zum Mittag daheim sein. Zurück nach Modena. So, ist der Rat sich erledigt. So, in der Zeit muss ich da oben meine nächste Armee sammeln. Genau, in Turin. Da brauche ich ja momentan Armeen. Ich muss sagen, wir sollen sich alle in Alessandria treffen. Meine Armeen. So, was haben wir denn hier? Nation schießt ihren Feinden an. So, einer rekrutiert.
Arbeiter streiken in Montreal. Ja, da bin ich schon drüber gekümmert. Provinz aber in Parma. Ja, Parma gehört ja schon uns. So gut wie wir sind. Ach, die sollen in Parma nur machen. Da brauche ich jetzt erstmal kurz ein paar Milizen für die öffentliche Ordnung. Sehr gut. Valle d'Aoste. Nach Alessandria, wenn es geht. Luca. Sehr gut, das ist der Milizen hatte. Ja, wir müssen jetzt erstmal alle nach Alessandria kommen. Damit ich da arbeiten kann. Dann brauche ich auch schon mal eine Armee auf. Mantua, ja, da war ja gerade ein Aufstand, ne? Dann gehst du nach Mantua. Ja, Verona. Scheiße ist das. Warum gibt die Stadt her? Ich würde sagen, wir rushen hier einfach durch. Florenz, Toskana. Luca, Verbündete, ja, mit dem Toskana bin ich ja im Frieden, ne? Ich bin auch schon dabei, Armeen zu sammeln. Gucken, muss ich noch Truppen ausbilden lassen. Ja, Milizen müssen jetzt auch reichen. Dann so rein. So ein Ankorn, ja, mach ich. Ja gut, in meiner Armee muss ich jetzt alle so ein bisschen sammeln. Legionen. So. Wie gehe ich jetzt am besten vor? Im Mantua sollte ich erstmal meine zweite Armee sammeln. Gegen Verona vorzurücken. Mailand, Lodi, Parma. Perfekt, die Armeen ziehen sich alle schon zusammen. Die marschiert nach Lodi. Und die von Lodi marschieren zur nächsten Armee. Damit diese Armee meine Truppen im Mantua unterstützen kann. Wir nehmen nicht viel Frieden, das ist eigentlich nur zu meinem Vorteil. Jetzt habe ich nämlich fürs Erste kein Problem mehr mit Venedig und das wäre nämlich hier. Und noch habe ich noch Probleme mit dem Kirchenstaat, der weg muss. Weil unten kann ich... Weißt du was? Ich hebe zuerst mal Armeen aus. Den ich dann später unten die Stadt angreifen will. Mein Augenblick jetzt erstmal hier auf ja, Ancona richten. Da muss ich halt von Handelsstadt zu Handelsstadt marschieren, ne?
Nur verdammte Milizen, ey. Gegen den gut ausgebildeten Kirchenstaat. Na, da muss aber echt ein General her. Der General ist das nämlich sonst hoffnungslos. Ach, er hat selbst noch hunderte von Milizen. Perfekt. Perfekt. Das ist natürlich scheiße, dass ich so weit runterlaufen muss. Und dazu kann ich schon meine Armeen in Modena zusammenziehen. Wobei ich bin erschrocken, wie gut sich eine Milizarmee schlagen kann. Alter, so viele Linien in Verzagsten war. Acht Runden, ach du Scheiße, jetzt müssen wir aber echt mal hier loslegen und gnadenlos werden. Zeit der Warterei ist vorbei, jetzt muss Krieg geführt werden. So, tot. Und jetzt tot Ancona. Sauber. Jetzt vorne und hinten, es sind nur noch 8 Runden um zu siegen und das muss ich jetzt. So, mal los, sammelt euch in Modena. So, jetzt auch wenn wir trient. Ach scheiße. Nein, wir können das Missionsziel leider nicht erreichen, aber darauf kommt es mir auch nicht an. Ja, die Österreicher werden es auf jeden Fall Ärger machen wollen. Da habe ich eh keine Chance, also hat er mich jetzt einfach mal abgeschlachtet. Machen wir das auch mal. Ja gut, ja. Kampagnenmission erreichen wir zwar nicht, aber machst du nix, ne? Dafür kann ich jetzt meine Pläne ein bisschen weiter ausbauen. Ich den Krieg gegen Luca. Also Toskana und Luca, das sind immer solche Städte, die übelst stark sind. Und gegen die man zum Erbrechen nicht ankommt. So, ich baue mir jetzt hier gerade, wenn es geht, ein paar Bitzen. Dann fordere ich in Brescia Milizen an. Dann fordere ich Verona Milizen an. Und in Mantua, ja komm, haben wir hier noch ein paar Truppen rein, ne? Und das wird sich jetzt alles mit simplem langen Warten erledigen. Ach ja.